Dieser Finder, der bekommt in der Regel so Durchschnittsgehalt in Deutschland von 50.000 Euro. Ja? Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute unterhalten wir uns über die drei wichtigsten Fähigkeiten im Sales. Die drei wichtigsten Fähigkeiten im Sales sind der Finder, der Closer und der Developer. Und am Ende des Videos werde ich auch gleich erzählen, welches mit Abstand der wichtigste Skill ist im Sales. Normalerweise ist der Finder sehr viel mit Kaltakquise beschäftigt. Ja, der macht eigentlich nichts anderes als New Market Generation, also New Business Development, neue Märkte erobern, kalte Kontakte mit Leuten telefonieren und E-Mailen, die den Brand noch nicht kennen, die Firma noch nicht kennen, die das Angebot noch nicht kennen, die noch niemals einen Kontakt hatten mit weder dem Produkt oder auch dem Unternehmen. Dieser Finder, der bekommt in der Regel so Durchschnittsgehalt in Deutschland von 50.000 Euro. Ja? Der Closer, das ist so mit Abstand, ja, da wo der meiste Fokus drauf gelegt wird. Ja? Und zwar in jeder Firma, durch die Bank. Der Closer, das ist ein sehr, sehr, normalerweise ein Mensch mit sehr großem Ego, ja? Mit sehr großem überdimensionalem Selbstbewusstsein. Der geht rein und I'm gonna close the deal. Ich werde den Deal closen. Ja? Und in den meisten Unternehmen geht es immer ums Closen. Da wird der große Fokus drauf gelegt, denn wenn wir keine Deals closen, ja, also wenn wir keine Verträge abschließen, dann kommt auch keine Kohle rein. So ist das Verständnis. Und warum das nicht ganz richtig ist, dazu komme ich gleich noch. Der Developer, das gibt es auch in vielen Unternehmen, wird aber auch häufig vernachlässigt. Also ich nehme gleich vorweg, diese zwei Bereiche werden sehr häufig zu stark vernachlässigt. Der Developer, der macht einfach Follow-up-Gespräche, wenn der Kunde bereits gewonnen wurde. Für einen One-Off-Sale, für ein Abonnement, für egal was. Ongoing Payment, also das heißt eine wiederkehrende Revenue. Wiederkehrende Umsätze oder auch ein One-Off-Sale oder ein wiederkehrender Sale, ist völlig egal. Häufig wird eben vernachlässigt das Development nach dem Sale, das heißt nach dem Abschluss. Ja? Der Neukunde wird gewonnen und dann hat man so ein befriedigendes Gefühl, Job is done, ja, next. Ja? Nächster Neukunde. Und das ist natürlich. Viele Closer, denen ist das Development viel, viel zu langweilig. Ja? Die haben da nicht diesen Kick, den sie eben beim Closen haben, beim Abschluss eines Neukunden. Und Development verlangt eben nach sehr viel Feingefühl, Einarbeiten in die, das Feintuning eines Bestandskunden, dass ich sage, okay, der hat schon von uns gekauft, aber welchen Bedarf könnt ihr denn noch haben? Sprich Cross-Selling, Upselling, ja? Solche Geschichten, darüber macht sich der Developer Gedanken. Das ist in der Regel so ein Key-Accounter oder so ein Account-Manager, auch Farmer, obwohl ich den Begriff gar nicht so gerne mag. Ja? Und der verdient meistens so um die 80.000 bis 100.000 im Jahr. Und dann noch ein kleiner Incentive on top, ja? manchmal auch nicht. Ja? Der Closer, also der die Abschlüsse macht, der verdient so zwischen 70.000 und 80.000 und noch eine Provision von 50.000. Das heißt, der bekommt, wenn er seine Targets erreicht oder drüber schießt im Jahr, schon allein so viel Provision wie der Finder im Durchschnitt. Es gibt welche, die verdienen wesentlich mehr auch noch oder manche auch weniger, aber wie der im Durchschnitt im ganzen Jahr überhaupt verdienen kann. Ja. Und warum das eigentlich letztendlich meiner Meinung nach ein kleiner Fehler im System ist, dazu komme ich jetzt. Closer, das ist einfach eine Sache, die
du ganz leicht lernen kannst. Das ist auch der Unterschied zu Finder und Closer. Finder ist ein Skill, den du niemand wirklich so richtig beibringen kannst. Ja? Viele versuchen es und scheitern hier einfach. Denn hier musst du einfach intrinsisch motiviert sein. Niemand, ich habe das schon sehr oft versucht, Leute hier als Finder zu schulen, die es aber nicht in sich hatten, von vornherein, nicht die Typen dazu waren. Und dann kannst du den auch nicht schulen, dann verlieren die Motivation. Du kannst da so viel Kontrolle machen und so viel über die Schulter schauen, wie du willst. Die fallen einfach raus. Und meine Erfahrung ist, wenn ich zum Beispiel Teams aufbaue von Findern, ja, in der Kaltakquise, nur einer von 10, die da neu reingehen in dieses Feld, ja, die halten auch wirklich durch, länger wie ein Jahr, ja, zumindest mal. Das ist wirklich, wirklich anstrengend. Ja. Und du brauchst hier einfach ein Durchhaltevermögen, du musst ein ganz kleines Ego haben. Wenn du hier ein großes Ego hast, dann forget it. Ja, ich habe schon Leute gesehen, die wirklich gute Closer waren und haben dann hier als Finder versucht und sind ständig abgeprallt, haben ständig Abneigung bekommen, beim Finder ist es ja so, du musst erstmal durch den Empfang normalerweise, ja, dort durch die ganzen Sekretärinnen an Empfang, meistens Damen, ja, dann musst du durch die nächsten Sekretärinnen, meistens Chefetage, ja, meistens auch wieder Damen, ja. Und dann kommst du irgendwann zum Executive und der schickt dich dann eventuell wieder zu einem seiner Mitarbeiter und der schickt dich dann wieder zu woanders hin und so weiter und so weiter. Das heißt, hier, bis du hier mal mit dem Executive sprichst, ja, mit einem Executive, wirst du vielleicht 20 Mal dumm angeredet, ja, von irgendwelchen Damen davor. Ja, das kann durchaus passieren. Und wenn du hier mit einem riesen Ego reingehst, ja, dann kommst du damit nicht klar. Ja, dann fängst du an, Streitgespräche zu führen etc. Das heißt, Leute, die gute Closer sind, tun sich meistens sehr schwer, gute Finder zu sein. Ja? Andersrum, gute Finder können ganz easy lernen, wie man gute Closings macht. Closings, also Abschlüsse, du brauchst alles, was du eigentlich brauchst, ist ein Fragekatalog, ja? Q&A und ein paar Techniken einfach, die du einfach ganz normal lernen kannst über irgendwelche Videos meinetwegen oder Schulungen der Einwandbehandlung, ja, von Dirk Kräuter oder sonst irgendwelchen Videos, die du dir anschauen kannst oder auch Schulungen, die du besuchen kannst, die gar nicht mal so teuer sind. Und da lernst du einfach, wie close ich einen Deal. Jemanden, der schon kaufen will, ja, das hat ja der hier sozusagen die Vorarbeit geleistet, jemanden, der schon kaufen will, wie bin ich denn dazu, dass der letztendlich unterschreibt, ja.